Moin und hallo zu einer weiteren Folge ModTV im Landwirtschaftssimulator 2015. Heute stelle ich vor die McHale Fusion 2 von Sam N. Modding. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Mod in im Shop an. Hier ist sie schon, Fusion 2. 107 PS braucht man als benötigte Leistung, also als Schlepperleistung davor. Sie kostet 65.000 einmalige Kosten und hat Unterhaltskosten 45 € pro Tag. Man kann Gras und Stroh, das ist ja klar. Kapazität, also die Ballen haben ein Volumen von 4000 Liter. Ja. Nun würde ich sagen, gucken wir uns den Mod mal von außen an. So Modell und Textur. Ich muss sagen, die Symbole kann man gut erkennen. Auch die Reifen sind sehr schön gemacht, muss ich sagen. Auch die Unterlegkeile. Hier ein QR-Code, eigentlich eine ganz gute Sache. Hier enden Sam N. Modding, also ist ein Engländer. Hier auch wieder die schönen Symbole. Hier die Blinker schauen ein bisschen wie hingeklatscht aus, aber vom Weiteren schaut das nicht schlimm aus. Auch wieder hier schön die Warnhinweise. Auch hier hinten drinnen die Folie. Und die Kammer, die Wickelkammer. Hier oben das McHale kann man auch gut erkennen. Hier auch wieder ein QR-Code. Ja, die Reifen schauen eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Auch von vorne muss ich sagen, ist die Presse eigentlich ganz solide, muss ich sagen. Eigentlich richtig gut gemacht. Und dafür gebe ich Modell und Textur 5 von 5 Punkten. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Funktionen mal an. So, hier sind wir. Mit X müssen wir erstmal die Presse aufklappen. So. Mit V können wir die Presse senken. Da vorne dreht so eine Stange mit. Und mit Y können wir den Wickler hinten aktivieren und deaktivieren. Wir wollen aber aktivieren. Und mit B schalten wir ein. Würde ich sagen, tockern wir mal hier los. Schönes Piepgeräusch wieder. Blub, blub. Ah, man kann sogar das Wickeln sehen. Ah, jetzt wird gewickelt. Ganz automatisch sogar. Also man muss nichts drücken mehr. Ah, wir können währenddessen sogar weiterfahren. Abgewinnen. Und ja, der Ball rollt davon, wegen der Schräge hier, aber egal, wir fahren mal nochmal weiter. Aber ich muss sagen, die Funktionen sind richtig geil. Wir gucken noch ein bisschen Blinkertest. Ja. War ein Blinker. Ja, Bremslichter gehen ab. Wow, wunderbar. Ich kann eigentlich nur sagen, Funktionen 5 von 5 Punkten. Dann gucken wir uns noch die Lok an. Ja, also ich finde eigentlich nichts. Und drum kriegt die Presse von mir 5 von 5 Punkten in der Lokfehlerfreiheit. Also ein Gesamtergebnis von 5 von 5 Punkten. Ich kann bloß sagen, das ist eine Mod-Empfehlung, der mal keine Drohne Ultima fahren möchte, sondern mal ganz was anderes. Und ich würde sagen, lasst dem Modder, dem Sam N. Modding auf ModHub ein Vote da. Und dann würde ich sagen, jetzt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute!